Liebe YouTube-Freunde, Samstag, 8. Juni. Als wenn ich es vorausgeahnt hätte, bin ich um ca. 22:45 mal hier zum Bienenhaus gegangen und habe gedacht, vielleicht könnte ja sein, es würde noch ein Schwarm loslegen. Und ich gehe zum Bienenhaus und sehe das hier. Nein, es war noch nicht so. Es war noch nicht eine solch schöne Schwarmtraube. Sie haben sich hier zuerst an diesem Stamm etwas, an diesem Mast etwas herumgewickelt. Doch dann hat sich die Königin, schätze ich jetzt mal, anders überlegt und gedacht, ja, für den lieben Bauer Müller gehe ich doch hier an diesen Ast. Das ist viel schöner für ihn zum das wegnehmen. Dass ich diesen Schwarm in die Kiste bringen kann, sieh mal da. Haben wir noch einen. Also wieder die Schwarmtrube da. Hopp. Ist das nicht ein Anblick für Götter? Das ist herrlich. Immer wieder ein Wunder der Natur, ein spektakuläres Schauspiel. Eine Schwarmtraube und die ist recht groß. Das ist ziemlich ein großer Schwarm. Im ersten Moment glaubte ich, der es müsse ein Fremder sein, nicht von meinen Volk, aber ich habe dann nachgeschaut und das ist von eins von meinen beiden Völkern. Ein wunderschöner Schwarm. Es ist immer noch etwas Bewegung hier. Man sieht, es hat immer noch einige Bienen, die hier herumsurren. Aber das beruhigt sich jetzt dann bestimmt ganz und dann kann ich diesen Schwarm in die Schwarmkiste packen. Die natürliche Vermehrung der Bienen. Ganz einfach. Die alte Königin geht, ein Teil des Volkes geht mit und die junge Königin, die nachgezogen wurde, die bleibt im Stock. Herausgekommen von hier, vom blauen Flugloch. Hier hat sich die Lage schon wieder ziemlich entspannt. Es ist etwas weniger Betrieb, da natürlich jetzt viele Flugbienen nicht mehr in diesem Volk sind. Wie beim anderen Volk, dort ist etwas mehr Betrieb. So, den werde ich nachher in die Schwarmkiste nehmen und dann morgen Abend einlogieren.